Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Jo, wir sind hier gerade wunderbar auf dem Weg, nochmal Krokodile zu jagen. Ich bin mal gespannt, ob wir diesmal Krokodile finden. Letztes Mal waren sie doch etwas rar. Ich glaube, da wurde auch gerade fleißig aufgeräumt. Diesmal ist es vielleicht etwas anders. Wir kriegen 7 Krokodilszähne, das ist doch schön. Weg. Ist auch nicht so das große Bedürfnis, jetzt da gegen sie zu kämpfen. Dann haben wir jetzt also schon 12 von 25. Das ist doch ein Anfang. Das Vettelfen entdeckt. Ah, hier liegen tote Vetteln rum. Ich weiß halt nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder nicht. Und es ist schon wieder dunkel. Irgendwie ist immer dunkel hier. Okay, 18. Das heißt, mit etwas Glück noch ein Krokodil. Da haben wir auch schon wieder die nächste Quest. Wir nehmen sie schon mal an. Ich kann nicht glauben, dass... Es hat sich als eine wirklich grauenhafte Idee erwiesen. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Was ist euch zugestoßen? Mein Traum hat sich in einen Albtraum verwandelt. Ich wollte in Dolchsturz noch einmal neu anfangen. Ich hatte sogar schon einen Namen für den neuen Laden. Gewänder von Odai. Das hat doch einen schönen Klang, findet ihr nicht? Und dann diese Katastrophe. Ich wollte durch den Pass abkürzen und stieß auf Wölfe. Ich habe alles verloren. Es kann gefährlich sein, die Hauptstraßen zu verlassen. Ich hatte es so eilig. Ich hatte eine Verabredung, die ich einhalten musste. Wie dem auch sei, könnt ihr mir helfen? Ohne meinen Nähkasten, meine Seidenfäden und mein Schnittmusterbuch bin ich ruiniert. Sammelt sie ein und trefft mich auf der anderen Seite des Passes. Ich nehme den langen Weg außen herum. Ich werde eure Sachen bergen und treffe euch dann auf der anderen Seite. Solange ich die Werkzeuge meines Handwerks habe, kann ich mir mein Brot verdienen. Ein guter Schneider ist überall willkommen. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Aber beeilt euch bitte. Ich mache mir Sorgen, dass die Wölfe eventuell auf meinem Schnittmusterbuch herumgekaut haben könnten. Ich stelle Kleider und Anzüge für Adlige her. Sehr elegante Gewänder. Die Muster im Buch sind unbezahlbar. Ohne sie ist mein Geschäft erledigt. Warum habt ihr die Hauptstraßen verlassen? Ich dachte, der Pass wäre eine Abkürzung, die mich dichter an Dolchsturz heranbringt. Ich bin aber kein großer Kartenleser. Ich bin nicht mal in der Nähe von Dolchsturz, oder? Nein, Altfelden liegt näher. Oh, ich hätte auf das hören sollen, was... Nun, egal. Wenn ihr mir helft, meine Sachen zurückzubekommen, werde ich mich an die Hauptstraßen halten, bis ich einen sicheren Ort erreiche. Altfelden klingt gut. Ich will mich nur bald auf den Weg machen, von wegen Neuanfang und so. Ihr hättet euch eine Reisegruppe suchen sollen. Ja, nun, ich bin der spontane Typ. Ja, spontan. Ich schnappe mir meine Werkzeuge und mache mich auf den Weg. Ich lasse mich vom Zauber des Augenblicks leiten. Ich wollte einen Neuanfang, Abenteuer, Nervenkitzel. Ich hatte wohl nicht an die Wölfe gedacht. Scheinbar nicht. Okay, aber wir brauchen ja erstmal noch Krokodilszähne, 7 Stück. Du bist kein Krokodil, sondern ein Reh. Du bist ein Krokodil, ja! Koko! 7 Krokodilszähne, tada! Ach, ist das schön. Ja, wie machen wir denn jetzt als nächstes? Jetzt sind wir ja hier ganz in der Nähe, von Camlorn. Aber eigentlich würde ich ja dieses hier auch noch gerne machen. Wir werden uns sicherlich jetzt hier so weitergeschickt. Wir reisen nochmal kurz zurück. Es tut mir leid. Aber wir machen nochmal kurz kehrt und sprechen einmal mit Cybelec. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einfach nur eine Questabgabe oder ob das noch ein bisschen was Größeres ist. Hier soll irgendwo ein Buch liegen. Ah, das soll aber nicht kämpfen. Das ist es mir nicht wert.
Und hier gibt es einen Schnellreisepunkt. Den müssen wir natürlich auch gleich noch freischalten. Ihr habt es also endlich in den Sumpf geschafft. Ich habe eure Ankunft erwartet. Sie stand auf den Steinen und im Himmel. Ihr wusstet, dass ich kommen würde? Das Schicksal hat euch hergeführt, genau wie ich es vorhergesehen habe. Ihr wollt den Zwist zwischen dem Wirt und dem Zirkel beenden. Der Zorn und die Finsternis in Mutter Düsternis reichen tief, selbst für eine Rabenvettel. Sie ist mächtig und herrscht über den Zirkel, indem sie den anderen Vetteln Schrecken und Pein bringt. Wie kann ich Mutter Düsternis aufhalten? Ihr werdet diesen Talisman brauchen, um sie zu besiegen, da sie selbst dem stärksten Feind die Lebenskraft entziehen kann. Tötet die niederen Vetteln und saugt ihre Macht in diesen Talisman. Aber setzt den Talisman nur dann ein, wenn Düsternis versucht, euch die Lebenskraft zu entziehen. Vergeudet seine Macht nicht. Ich werde Mutter Düsternis besiegen. Ihr könnt die Vetteln im Westen finden. Beschützt einfach diesen Talisman. Er bietet euch den besten Schutz vor Mutter Düsternis. Kann ich euch einige Fragen stellen? Fragt. Ich werde auf alles antworten, soweit ich kann. Wahrscheinlich. Warum ist Mutter Düsternis euer Feind? Mutter Düsternis steht den Wirdinnen entgegen. Sie ist euer Feind, nicht meiner. Doch ich sehe, wie ihre Dunkelheit der Welt um sie herum schadet und sie verändert. Sie begeht solch schreckliche Gräueltaten. Ich verstehe nicht. Der Streit zwischen dem Wirt und den Vetteln ist so alt wie der Sumpf selbst. Beide Seiten wollten meine Hilfe, doch das ist nicht meine Schlacht. Ihr hingegen habt eine Seite gewählt. Ich helfe euch und werde dadurch indirekt in alles verstrickt. Genau so, wie es sein sollte. Wer genau seid ihr? Man nennt mich bei vielen Namen. Moorhexe, altes Morastweib, die Sumpfseherin. Ihr könnt mich aber einfach Sibellek nennen. Seid ihr eine Wirtin? Nein, ich bin aus dem Reich gekommen. Genau wie Mutter Düsternis und Angov. Nicht jeder aus dem Reich führt Böses im Schilde. Der Wirt ist sehr gastfreundlich und deshalb wohne ich bei ihm. Dennoch nehme ich Mutter Düsternis ihre Boshaftigkeit nicht übel. Es ist der Weg, den sie für sich wählte. Wie wird der Talisman mir gegen Mutter Düsternis helfen? Mutter Düsternis setzt dunkle Magie ein. Sie wird euch das Leben aussaugen, um ihre eigene Kraft wiederherzustellen. Sobald er aufgeladen ist, wird der Talisman ihre Magie auf sie zurückwerfen. Doch ihr müsst ihn im richtigen Moment einsetzen, sonst wird er euch nicht viel nutzen. Alles klar. Genau, wir gehen trotzdem einmal hier hinten hin. Ganz schön abseits gelegen, dieser Punkt. Und schon kommt jemand. Verrückt. Okay, dann gucken wir mal. Wir müssen wieder hier rein. Also zu den Vetteln. Zieht den toten Vetteln ihre Kraft. Das heißt, wir müssen sie erst töten, logischerweise. Dann können wir ja hier volle Kanne raushauen. Ja. Das ist ja entspannt. Und plündern können wir sie auch noch. Schwere Rüstung. Und war auch noch der Magiker. Nicht hilfreich. Wo ist Fassbär? Matchbuch könnte man sich natürlich auch nochmal holen. So, Nummer 2. Jetzt haben wir noch Schönes im Körbchen. Okay, wir sind nicht die Einzigen, die gegen Vetteln kämpfen. Das ist natürlich ein Problem. Das sind alles keine Vetteln. Ah, es sind Vetteln.
Und eine noch. Du bist keine Vettel. Wo finden wir die letzte? Da. Außerhalb des Kreises. Ich hoffe, das geht trotzdem. Ja. Okay, jetzt können wir Mutter Düsternis angreifen. Mächtige Mordra bringt uns nichts. Das ist, ihr seht, das ist ein Multiplayer, eine Multiplayer-Geschichte. Deswegen können wir da alleine wahrscheinlich nichts reißen. Bisschen schade. Und so natürlich auch wieder so ein bisschen was entgeht. Aber ja, die sollen sehr knackig sein tatsächlich. Gerade die DLC-Sachen auch. Hier werden es wahrscheinlich auch keine DLC-Geschichten sein, aber naja. Dazu muss man dann wahrscheinlich komplett perfekt ausgerüstet sein, um da eben bestehen zu können. Hier wären ja auch noch Vetteln gewesen. Okay, wo ist Mutter Düsternis? Da ist sie. Eigene Magie gegen mich zu verwenden? Natürlich. Jetzt nicht, da wäre was. Ja, perfekt. Leicht. Ist unfassbar. So, hier soll noch ein Buch sein. Nee, nicht den Trinkschlauch. Jorun, der Skaldenkönig. Ah ja. Okay. Jetzt können wir wieder mit Sebelek sprechen und dann können wir uns hier mal die 75 Gold gönnen. Na, da kann man sich auch mal eine Schnellreise für kaufen. Wenn man den Schnellreisepunkt schon freigeschaltet hat, dann kann man ihn auch nutzen. Steht natürlich auf der anderen Seite. Wie vorhin. So. Ihr seid zurückgekehrt. Und ihr wart siegreich. Genau wie ich es vorhergesehen habe. Ich habe Mutter Düsternis besiegt. Ich habe ihr Dahinscheiden gespürt. Die Schatten, die ihr zerstörerischer Zorn über diese Fenne warf, werden nach und nach verblassen. Vielleicht wird sie dort Frieden finden, was auch immer jenseits dieser Ebene liegen mag. Ihr habt euch gut geschlagen, glaube ich. Es klingt, als ob euch Mutter Düsternis leid tut. Sie war eine finstere und gefährliche Kreatur, sicher. Ich trauere nicht um sie, aber ich wünsche ihr, dass sie nun Frieden gefunden hat. Der Einfluss von Mutter Düsternis auf die Vetteln war stark. Da sie nun fort ist, werden sich die Machtverhältnisse in den Fennen ändern. Ich hoffe, dass dies den Gefahren, die den Flüchtlingen drohen, ein Ende setzt. In der Tat. Ohne Mutter Düsternis werden die Vetteln verdorren und der Wirt gedeihen. Ihr jedoch müsst woanders sein. Ich sehe, dass ihr noch einen weiten Weg vor euch habt, Reisender. Wählt eure Schritte mit Bedacht. Machen wir. Und ich habe auch gerade wieder so eine Schriftrolle des Lernens am Laufen. Deswegen steigen wir auch gerade so schnell auf. Im Level-Up scheint es aber gerade so nicht zu reichen. Ja, dann ist der nächste Schritt hier, die Soldaten der Löwengarde zu finden. War da was in der Nähe? Nee, nicht wirklich. Dann werden wir dann mal zu Pferde hinreisen. Und zwar auf direktem Wege. Auf nach Kamlorn.
nicht eben rechts schon wieder irgendwas? Achso, das ist dann das hier wahrscheinlich. Das können wir auch später noch machen. Wahrscheinlich reiten wir erstmal wieder ein bisschen nach vorne, wieder ein bisschen nach hinten, aber ich weiß ja nicht, wo uns die Camelon-Quest-Reihe hinschickt. Zuerst haben wir Camelon verloren. Dann haben sie unsere Offensive abgewehrt. Wenn wir dieses Lager nicht zurückerobern können, hat Foul zu uns geschlagen. Alles andere ist unwichtig, bis das hier erledigt ist. Ich bin hier, um zu helfen. Ich weiß, wie man Foul zu besiegen kann. Noch eine wilde Theorie? Das wäre dann die dritte für heute. Kommt nur niemandem in die Quere. Wir haben schon genug Ärger. Wenn ihr kämpfen könnt und den Unterschied zwischen dem Kopf eines Bretonen und dem Arsch eines Werwolfs kennt, können wir eure Hilfe gebrauchen. Wir müssen uns eine Schneise durch die Werwölfe schlagen und uns mit unseren Truppen auf der anderen Seite des Lagers verbünden. Ich kann das machen. Gut, helft Charza, eine Schneise zu schlagen und kämpft euch zu General Mandin am Westtor durch. Wir werden die Truppen dort sammeln und das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Zumindest für eine kurze Weile. Auf mich könnt ihr zählen. Arbeitet mit Charza zusammen, um eine Bresche durch die Werwölfe zu schlagen. Wir werden folgen und das zurückholen, was uns gehört. Wenn ihr durchkommt, dann meldet euch bei General Mandin. Ich weiß, wie man Faulcho töten kann. Ich würde eure Theorien gerne hören, aber das wird alles nichts bringen, wenn wir nicht zuerst dieses Lager zurückerobern. Um Faulcho zu besiegen, müssen wir erst an ihn herankommen. Lasst uns reden, sobald das Belagerungslager wieder unter unserer Kontrolle steht. Okay, aber erstmal mal ein Level up. Und holen uns mal wieder Ausdauer. Schalup. Und erst hier wieder liegen checken. Bringt noch nichts. Wir könnten Gemetzel machen. Ja, aber ich benutze das halt so selten. Wahrscheinlich ist es dann halt doch wieder mittlere Rüstung. Ja. Dann machen wir die Geschicklichkeit hoch. Ja, und dann gehen wir hier rein, würde ich sagen. Ich werde hier nicht herumstehen und zusehen, wie unsere Leute sterben. Bringt General Gautier dazu, den Befehl zu geben. Meine Axt dürstet nach Werwolfblut. Der Befehl wurde erteilt. Gehen wir zurück ins Lager. Ah, ihr silberzüngiger Teufel. Das höre ich gerne. Folgt mir. Lasst die Werwölfe bezahlen. Macht dann 3,50. Haltet durch, Löwengarde. Löwengarde. Au. Blech. Genau, die Werwölfe sind schon ein bisschen... sehr. Hinter mir ist ja auch noch einer. Kriegen wir schon hin, alles. Kriegen wir alles hin. Kein Problem. Ja, auch. Wunderbar. Zeit, ich liege am Boden. Machen wir es jetzt? Nee. Machen wir es noch einer? Aber ich würde sagen, den Teil hier. Da machen wir doch jetzt. Okay. Ein bisschen Werbe auf die Messe gibt es hier noch. Okay. Noch mehr. Oh.
ich musste eben einmal muten und scheinbar ruft man damit irgendwelche lustigen Menüs auf. Träumchen. Ich sag trotzdem mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir gegen mehr Werwölfe kämpfen. Bis dann.